Hallo liebe Dozentinnen und Dozenten, die Sie für das ZAF tätig sind. Mein Name ist Julia Sprey. Ich bin die Geschäftsführerin des Landesbetriebes ZAF AMD. Ich wende mich heute an Sie, um Sie über unseren aktuellen Stand zu informieren. Die Corona-Pandemie, die uns seit März in Atem hält, hat unsere Arbeitsbedingungen im ZAF auf den Kopf gestellt. Als Veranstaltungshaus trafen uns die Verbote und Gebote, Abstands- und Hygieneregelungen unmittelbar. Sämtliche Standards mussten überprüft, neu gedacht und flexibel angepasst werden. Meine erste Botschaft an Sie heute ist: Diese Situation wird sich so schnell nicht ändern. Denn solange kein Impfstoff zur Verfügung steht, geht es uns wie Ihnen. Wir müssen unsere Regelung kontinuierlich auf den Prüfstand stellen. Für mich als Geschäftsführerin steht die Gesundheit aller Teilnehmergruppen, Dozierenden und Beschäftigten natürlich an erster Stelle. Ich als Geschäftsführerin möchte mich im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZAF ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Verständnis, das Sie uns in diesen ungewöhnlichen Zeiten entgegenbringen. Wir hoffen alle, schnell zur Normalität zurückkehren zu können, aber für einen unbestimmten Zeitraum müssen wir über tragfähige Alternativen zum Präsenzgeschäft nachdenken. Bei allem, was wir jetzt überlegen und was wir planen, gehen wir davon aus, dass es für eine längere Zeit tragbar sein muss und natürlich auch betriebswirtschaftlich Sinn machen muss. Meine zweite Botschaft ist: Wir müssen konsequent auf Online-Formate setzen. Viele von Ihnen haben sich bereits damit beschäftigt. Sie haben ihre Angebote online umgesetzt. Wir begrüßen dieses Engagement und diese Flexibilität. Besonders im Falle von erneuten Beschränkungen möchten wir keine Veranstaltung mehr absagen müssen. Wir möchten kurzfristig in der Lage sein, in allen Themenbereichen sofort auf online umzustellen. Uns ist bewusst, dass Online-Angebote andere konzeptionelle und didaktische Fragestellungen mit sich bringen. Und dennoch möchten wir mit Ihnen zusammen diesen Weg gehen, um für die Zukunft optimal gerüstet zu sein und eine Alternative für Präsenzformate vorhalten zu können. Das hat natürlich auch etwas mit wirtschaftlicher Überlebensfähigkeit zu tun. Nochmal, um bei einem erneuten Lockdown handlungsfähig zu sein, müssen Sie alle remote unterwegs sein. Um das zu üben und zu trainieren, ist jetzt der Zeitpunkt. Und wir selber tun das auch. Man lernt das mit der Zeit und Stück für Stück. Für mich ist das heute die dritte Videobotschaft, die ich mache. Und das wird auch für mich mit jedem Mal ein bisschen selbstverständlicher. Gleichzeitig geht natürlich auch der Präsenzbetrieb weiter, so wie es möglich ist. Wir geben einzelnen Gruppen Pausenzeiten vor und an die müssen Sie sich unbedingt halten, damit sich die Lerngruppen nicht durchmischen. Und auch werden wir aufgrund der Abstandsregelungen und des zur Verfügung stehenden Platzes zu einem großen Teil auf die Bestuhlungsvarianten Stuhlkreis und U-Form verzichten müssen und wir werden stattdessen Kinobestuhlung mit Tischen vornehmen müssen. Diese Maßnahmen sind nicht schön und dadurch leidet die Flexibilität. Aber wir müssen uns mit den Möglichkeiten, die wir haben, arrangieren und möchten mit Ihnen zusammen das Beste daraus machen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie uns gerne. Feedback und kreative Ideen sind uns immer herzlich willkommen. Unser Schutzkonzept finden Sie auf unserer Internetseite. Und damit komme ich zum Schluss zu meiner dritten Botschaft. Lassen Sie uns diese Situation gemeinsam als Chance sehen. Vielen Dank und viele Grüße aus dem Normannenweg.